Abschied von Winnie Mandela. In Südafrika kommen zehntausende Menschen zu einer Trauerfeier in das Fußballstadion von Soweto nahe Johannesburg. Die als Mutter der Nation verehrte Anti-Apartheid-Ikone war am 2. April im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Ex-Frau des ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas, Nelson Mandela, war eine der schillerndsten, aber auch umstrittensten Persönlichkeiten im Kampf gegen die Rassentrennung. Sie war 38 Jahre lang mit dem späteren Friedensnobelpreisträger verheiratet. Während der jahrzehntelangen Inhaftierung ihres Mannes führte sie dessen Kampf für ein Ende der Apartheid fort, wurde aber wegen ihrer Radikalität zunehmend zur Belastung für die Bewegung. Ihre Leibwächter waren für ihre Brutalität gefürchtet und schreckten auch vom Mord an angeblichen Verrätern nicht zurück. Dennoch rückte Winnie Mandela in den vergangenen Jahren zunehmend in die Rolle einer Landesmutter und wurde zum Symbol des Kampfes gegen die frühere Rassentrennung am Kap. Nach ihrem Tod galt eine zehntägige Staatstrauer.